mit Aaron Carter gewonnen. Und gerade ist es 2:30 und wir gehen jetzt mal rein. Und wie es sich für Megapreisgewinner gehört, gibt es kein langes Warten in der Schlange. Während Vivian und Julia sich auf den Weg zum Traumtreffen mit Aaron machen, kommt dieser derweil Backstage an. Hallo, wir sind jetzt hier Backstage und werden gleich Aaron treffen. Das Warten hat ein Ende. Aaron kommt gut gelaunt und begrüßt die nervösen Gewinnerinnen. Nach dieser Tour fliegen wir am 21. Dezember zurück nach Hause. Der Flug dauert 15 Stunden. Ganz so lange dauerte Aarons Show dann nicht. 45 Minuten gab der kleine Vollprofi alles. Sonst stehe ich immer mit Nick auf der Bühne, aber jetzt mit meiner Schwester. Leslie begleitete Aaron am Piano. Und was machen die Carters an Weihnachten? Um 24 Uhr am Heiligabend geht die ganze Familie nach draußen und bildet einen Kreis. Wir halten unsere Hände und stecken Kerzen in den Boden. Danach muss jeder eine ausblasen und sich dann etwas wünschen. Passend zur Kids Go Christmas Tour hatte Aaron auch einen Weihnachtssong und Kostüm im Gepäck. Dreimal steht Aaron noch in Deutschland auf der Bühne.